Herzlich willkommen, Leute. Servus, was geht ab? Zu einem ganz besonderen Video, nämlich zu unserem Best of. Ich bin aus der Puste von einem harten Sprung. Best of 2019. Wirklich unglaublich, es ist schon wieder ein ganzes Jahr vergangen, das wir gemeinsam erlebt haben, das wir gemeinsam geteilt haben hier auf dem Channel mit sehr, sehr vielen schönen Momenten, lustige Momente, ernste Momente, spannende, also es war alles wirklich dabei. Noch dazu haben wir 300.000 Abonnenten geknackt, also auch wieder die nächste magische Marke irgendwie überschritten und ja, schön, dass ihr alle noch mit dabei seid, schön, dass ihr uns unterstützt und wir wollen euch heute mit dem Best of 2019 einfach nochmal rückblickend zeigen, was so alles Geiles passiert ist. Jetzt kann ich mir das natürlich nicht alles komplett auswendig merken, deswegen habe ich mir hier so eine schöne Liste gemacht, mit freundlicher Unterstützung vom Niklas natürlich an der Stelle, muss man erwähnen, ne? Genau, wir haben uns gedacht, wir gehen einfach mal so ein bisschen durch die Themen durch. Natürlich, das Hauptthema hier auf dem Channel ist das Thema Autos. Das wissen wir alle, deswegen fangen wir damit auch an. Ich glaube, da sind wir alle besonders heiß drauf und wir hatten in diesem Jahr definitiv ein paar sehr, sehr schöne Autos und auch für mich ein, zwei absolute Herzensprojekte, die wir hier hatten. So, das erste wirkliche Projekt, nenne ich es jetzt mal, das wir dieses Jahr auf diesem Channel hatten, war der D18-Bus. Ein VW T6 mit Komplettumbau im A-Team-Look. Irgendwie war es etwas anderes, weil wir irgendwie den T6-Bus genommen haben, eigentlich so ein bisschen untypisches Auto, eben cooles Design, cooles Bodykit, Leistung, Felgen verpasst haben und dann einfach auch noch so ein Thema dazu hatten, wo wir dann auch einfach einen sehr, sehr geilen Clip gedreht haben im A-Team-Style. Alle Schritte verfolgt, alles mitgenommen. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Da war richtig viel Fun mit drin. Und dann natürlich, glaube ich, das zweite absolute Projekt-Highlight, der One of One in diesem Jahr. Ne? Das war für mich die absolute Krönung. Stand auch auf der S-Motor-Show, da habt ihr das erste Mal live gesehen. Aber so Schritt für Schritt den A1 zu verfolgen, von dem Moment an, als er auf dem Hof war, bis zur Fertigstellung, wo er eigentlich mit dem Ursprungsauto nichts mehr zu tun hatte. Das war hammergeil und euer Feedback war auch mega. Von dem her glaube ich, das war ein absolutes, wunderbares Highlight. Aber wir haben noch andere Autos gehabt. Wir hatten einen RS5R Sportback, der neu auf dem Hof war, den wir umgebaut haben, euch gezeigt haben. Porsche GT2 RS, damit haben wir ein bisschen Action gemacht. Ich habe euch ja den eigentlich ein Jahr ein bisschen vorenthalten, ne? Aber habe ich euch auch ein bisschen erklärt, warum. Aber wir sind damit zu Michelin gefahren, sind gedriftet, haben Action gemacht und eine Menge Spaß gehabt. Dann waren wir auch noch im Supercar Heaven in der geilen Garage beim Gear Collector, haben hammermäßige Autos gesehen, den Senna, ein Aventador mit Sound, dass man gemeint hat, mir brennen die Ohren weg. Und dann ist alles. Also das war auch ein sehr, sehr cooles Erlebnis und auch ein Video, das von euch sehr gefeiert wurde. R8 LMS GT2 sind wir noch gefahren, auch das geil, bei Regen irgendwie mit der Waffe da rumheizen. Also es war eine Menge los, es gibt ganz, ganz viele andere Autos noch, ist ganz schwer jetzt auch alle einzeln aufzuzählen. Deswegen würde ich sagen, wir lassen auch jetzt einfach mal ein bisschen Bilder sprechen. Das waren so die Highlights zum Thema Auto auf unserem Kanal in 2019. Viel Spaß. So, also ich glaube, das sind absolut geile Bilder, geile Fahrzeuge. Eins ist sicher, das muss ich an der Stelle sagen, 2020 wird nochmal
deutlich, deutlich krasser. 2020 wird die komplette RS-Offensive kommen. Wir bauen ein RS6R, wir bauen ein RS7R, wir bauen ein RSQ8R. Da gibt es richtig dicke Ladung, fette Autos. Da bin ich sehr gespannt, da glaube ich, können wir uns alle drauf freuen. So, dann haben wir noch als nächste Kategorie im Jahr 2019 uns rausgesucht, krasseste Aktionen. Und eigentlich versuchen wir immer alles krass zu machen, aber natürlich ist nicht immer alles Endstufe krass. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber wir haben sehr, sehr viel erlebt in diesem Jahr. Wir waren viel unterwegs. Angefangen eigentlich mit etwas, das ich so in der Form noch gar nie gemacht habe. Wir waren beim GP Ice Race. Das war ein sehr, sehr cooles Event, hat viel Spaß gemacht. Und wir haben dort meinen Kumpel, den Bene Meyer, mit seinen Skiern an mein Formel-E-Auto geschnallt und sind da rumgebrettert auf einer Eisfläche, rumgedriftet. Das war, glaube ich, schon ein sehr, sehr geiler Start ins Jahr und um da reinzukommen und auch etwas, das wir noch nie gemacht haben. Das ging auch ein bisschen viral, Red Bull hat das noch geteilt, hat über 1 Million Aufrufe gehabt. Sehr, sehr coole Aktion, vielleicht können wir das ja mal noch intensivieren in der Zukunft. In Lissabon waren wir, sind wir mal ein bisschen Bungee gesprungen, das war auch für mich eine persönliche Grenzerfahrung. Ich bin schon mal aus dem Flieger gesprungen, das habt ihr auch schon mal gesehen, aber Bungee-Springen, das war Hardcore. Das war wirklich Hardcore, nicht nur für mich, auch für den Niklas. Kommt aber noch, da gehen wir noch genauer drauf ein. Ne? Dann haben wir die Edelschmiede gebaut. Auch das, wir haben euch mal so einen kompletten Rundgang in der Firma gezeigt, alles, was hier so abgeht und einen ganz neuen Raum, die Abt-Edelschmiede, den wir dieses Jahr eingeweiht haben. Dann sind wir nach Mallorca gefahren, da war ich nicht nur ganz viel beim Formel-E-Testen, sondern wir sind auch eine Woche hierhin, ganzes Team, gemeinsam mit Team Spielkind, sind in der Villa, haben den Malle Cup gemacht, haben es uns gut gehen lassen, aber haben auch geile Sachen gefilmt, uns irgendwie gegeneinander gebettelt und ja, das war eine schöne Zeit, das hat uns, glaube ich, alle zusammengeschweißt. Am Ende haben wir natürlich auch gewonnen. Hier steht, sieht man den? Sieht man gar nicht, ne? Aber sieht man in der Cam vielleicht? In der? Da steht da der Pokal, ne? Der inoffizielle Malle Cup Weltmeisterschaftspokal 2019. Er steht im Studio, ist am Start. Was haben wir noch so an schönen Aktionen gehabt? Ja, One of One, natürlich nicht nur den zu bauen, sondern auch damit irgendwie ein bisschen auf so einer kleinen Rennstrecke rumzuheizen, zu driften, auch durch die Stadt zu fahren und Reaktionen zu sehen. Die Polizei fährt an uns vorbei. Also es hat schon auch immer Spaß gemacht, mit dem Auto sich zu bewegen. Haben wir ein paar sehr, sehr coole Momente gehabt. Dann natürlich, was man auch nicht vergessen darf, Formel E. Wir sind durch die ganze Welt gereist, wir haben es mal aufgeschrieben. Wir waren in Riyadh, also Saudi-Arabien, Marrakesch, Santiago, Mexico City, Hongkong, Sanya, Rom, Paris, Monaco, Berlin, Bern und New York. Gesundheit! Also wir sind einfach mal um die ganze Welt geflogen mit der Formel E, sind dort Rennen gefahren, haben euch mitgenommen, die Vlogs gezeigt, die Orte gezeigt, die Rennen gezeigt. Natürlich auch viel erlebt. Viele Höhen, viele Tiefen auch, also alles war dabei. Ich glaube, das ist ganz normal im Sport. Aber alles in einem einfach so viele schöne Momente, schöne Bilder und tolle Erinnerungen. Und wir sind alle dankbar, dass wir das erleben können und zeigen euch jetzt die geilsten Bilder. Not so bad! Erstes Podium! Team all the way up! Team all the way up! Wir tun es! Okay, wir fahren hier gut mit! Alle Kumpels zu! So, dann gibt es natürlich auch noch lustige Momente, Leute. Und da haben wir eine ganze Menge an Dingen, die teilweise auch nicht gar nicht immer in den Videos sind. Ne? Beim Drehen natürlich, man macht immer ein bisschen Funksen, man hat Spaß. Wir lachen uns teilweise wirklich den Arsch ab. Und nicht alles ist immer, wie sagt man denn jetzt dazu, jugendfrei? Nicht alles immer jugendfrei, nicht alles landet immer in den Videos. Aber wir haben natürlich ein bisschen was, das wir euch zeigen können, das ihr auch noch vielleicht noch gar nicht gesehen habt. Und wir haben auch noch ein paar Clips, da werdet ihr euch wahrscheinlich wegschmeißen jetzt gleich. Die haben wir damals für, das war Formel E Bern, ne? In Bern waren wir,
mit der Formel E, haben wir so einen Teamabend gehabt, haben uns einen Film angeschaut und da haben die Jungs aus einem Gag heraus, haben die so Clips gemacht, ne, die so ein bisschen so Werbungen nachmachen und Dinge verarschen und da werdet ihr gleich mich sehen und den Roger und ein paar Leute, wie sie sich richtig geil zum Affen machen. Also ich glaube, jetzt gibt es wirklich eine Menge lustige Dinge, deswegen viel Spaß. Hallihallo, ihr lieben, geilen Menschen. Was geht, was geht? Eine 5 cm dicke Kruste darunter mit zwei. Ich dachte, er ist fluffig. Der Jute, Aral Ultimate Treibstoff für noch mehr Leistung und Zufriedenheit. Ich lasse mich heute drauf ein, ich freue mich richtig drauf. Alles klar? Alles klar! Halt bitte einfach deine Fresse! Vom Geruch her, ne? Es riecht so, es riecht ein bisschen nach Essen. So ein bisschen, ja, Barbecue, oder? Ein bisschen nach Barbecue irgendwie, ne? Ach so, nee. Ist doch kein Barbecue. Das ist nur ein McLaren Senna. Jetzt isst mir gerade fast die Kamera aus dem Fenster raus. Da hat er aber noch gerettet, ey. Ja. Du hast so eine Zitter. Ich habe so ein gutes Geschick in der Hand. Und dann kannst du am Ende sagen, an mir hat's gelegen. Guck mal, da, wie viel da auch dran ist, Alter. Hast du Spaß wenigstens ein bisschen oder eher nicht so? Ich habe eigentlich eine Wette verloren, deswegen muss ich heute verlieren. So schaut's aus. Was? Habe ich jetzt nicht verstanden, aber... Ist okay, lass mal gelten. Ich hab wieder mal geklickt. Zwei! Jetzt! So geht's nicht weiter. Wir brauchen mehr Content, mehr Ideen und du musst öfter da sein. Hören, ich muss kurz hören. Alle, Niklas, ja, bei dir ist auf jeden Fall immer alles gut. Alles gut, alles gut, wir können weitermachen. Da tröpfelt's ab, ey. Das ist, wenn du keinen Glücksschiss hast, dann schaut's genau so aus, Alter. Barpflege mache ich mit links. Paarschippen mit rechts. Ich paarschippe jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. You have a problem in your head? You need some help with your problem? Was ist mit Thomas los? Thomas hat das Knie verdreht, oder? Was hast du? Knie verdreht. Dein Bein ist verdreht! Dein Bein ist verdreht! Was lasst du da? Schau mal, Mann, du hebt der Kamera an, schau her, so schaut der Mensch aus, wenn er richtig frisch ist in der Früh. Ja. Robin Frinz, welcome. Ja. Good morning, Robin. Hau auf die Schnauze drauf, hör du! Halt dein Maul! Hauptsache die Frisur sind das beste Leben, ey. Oh. Boah, Kreislauf auf jeden Fall am Start, ey. Where do I go? Hier? Oh, hier? Aber wir haben gedacht, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir euch ja mal den Laden zeigen. Wolltest du jetzt nicht erzählen mit dem Sauna-Club? Nee. Nee? Okay. komm, fahr mal los jetzt. Komm, genau, komm, ich fahr. Komm, einfach. Verrat nicht alles, ne? Vater. Haare. Katze da, weißt du. Ja. War ich irgendwann mal scharf jetzt in dem Video eigentlich, oder? Zweimal. Okay. Daniel, du bist doch immer scharf. Oh. Now I lost the part that flew against my halo. I lost my wing. I can't see my wing. It's my wing. My mirror is gone. I don't see him in my mirror.
Aber all das, was ihr jetzt gesehen habt, habe ich nicht allein erlebt, habe ich nicht allein produziert und nicht allein erschaffen, sondern das haben wir als Team gemacht. Da sind meine Jungs dahinter, die ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt haben und denen ich ganz, ganz viel zu verdanken habe. Und deswegen, glaube ich, gehörten die absolut ins Best-of mit rein. Danke, Daniel, danke. Deswegen gehören die absolut ins Best-of mit rein. Und jetzt nochmal einen End-of-Season fetten Applaus für Niklas, Jens und Tobi. Hier sind sie. Yes! Ja, kein Platz mehr, ne? Komm, komm, okay. Ja. Ach, schön. So. Das ist mir jetzt ein bisschen. So eng sind wir noch nie zusammengehauen. Ja, das machen wir auch nur jetzt fürs Best-of-Video. Das wird nicht zur Gewohnheit hier. Wir haben viele schöne Sachen dieses Jahr erlebt. Ich würde sagen, wir können mal vielleicht jeden von euch so seinen schönsten Moment und auch so ein bisschen seinen Fail des Jahres vielleicht erzählen lassen. Wir fangen mal mit dem Fail an, oder? Ja. Fail an. Wer will anfangen? Ja. Tobi, willst du mal anfangen? Ich fange gerne an, ja. Mein Fail ist, den habe ich lang gespürt irgendwie. Körperlich wie seelisch. War der Malle Cup und dann gab es die Challenge auf dem Wasser. Und dann muss ich mit Cardi in diesem Reifen sitzen und dann, wer länger drauf bleibt, dann habe ich halt mal auf gut Deutsch richtig verkackt. Danach hast du noch vorgetäuscht, dass du ein... Ich habe mich vorgetäuscht. Ich habe wirklich 1,5 Tage lang Kopfschmerzen gehabt, weil ich mit voller Wucht im Gesicht aufs Wasser geprallt bin. Schön auf jeden Fall. Dann Jens. Gut. Hattest du überhaupt einen Fail? Fail ist schwierig, Alter. Du bist ein Winner. Ja. Ich muss mal Fail Niklas, ist schwierig. Mach du mal weiter. Niklas, du kennst mich. Ich mach weiter, okay. Daniel hat es ja vorhin schon mal angesprochen. Wir waren in Lissabon unterwegs und sind Bungee gesprungen. Ich bin davor noch nie Bungee gesprungen. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Ich bin halt abgesprungen und bin eigentlich eher fast so in den Frontflip gestartet. Und habe mich halt hardcore überdreht, dass ich schon wieder fast mit meinen Füßen unten war. Und habe mir echt komplett irgendwie meinen Rücken... Keine Ahnung, was das war. Verzerrt, whatever. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem Autounfall gewesen. Ja, das war auf jeden Fall mein Fail des Jahres. War auf jeden Fall schmerzhaft. Hilf mir mal ganz kurz. Was war das für einen krassen Fail? Ne? Ja gut, ich weiß einen Fail, den Jens aber nicht hören will. Schieß los. Der Fail, der war gar nicht so lange her. Es war bei der Challenge mit unseren privaten Autos, als Jens, wie lange hat er gebraucht? 1 Minute 20 gebraucht hat, ja, den A6 von Tobi einzufüttern. Das war halt ein wirklich trauriger Fail. Das aber war echt ein schwieriger Fail. Digga, das geht nicht weiter nach links. Also ich habe wirklich so ein paar Monate gebraucht, das zu verarbeiten. Oder das ist ja, 2 Monate. Ja. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit, aber ja, jetzt ist es raus. So, Daniel, dein Fail des Jahres. Ja, ich habe natürlich auch nicht viele Fails. Ne? Ich bin auch auf der Gewinnerseite des Lebens. Nein, ich hatte einen Moment, ganz am Anfang, als der A1 kam, haben wir ein Video gemacht, da sind wir mit den Kennzeichen sind wir runter und haben die ans Auto montiert. Ja, habe ich dann gemacht, wir haben das komplette Video abgedreht und so. Wir kommen zurück ins Büro und ich sage mir so, sag mal, habe ich die Kennzeichen jetzt eigentlich richtig rum gemacht? Ich habe gar nicht drauf geachtet vor lauter hin. Waren die Kennzeichen natürlich falsch rum montiert, ne? Vorne war hinten war vorne. Und es sah einfach komplett bescheuert aus. Und wir haben dann versucht, das ja, zu... Ja, ich musste dann so cutten, dass man das immer... Dass man das Kennzeichen nicht mehr sieht. Sieht immer nicht plötzlich ein A1-Overlay, so völlig random. Und es gab einen von euch, die haben es gecheckt, die haben das sogar noch gesehen. Also es war unfassbar, auf welche Details ihr achtet. Ich meine, das sind ja keine wirklichen Fails, ne? Das sind lustige Dinge, so... Ich glaube, uns ist nichts Schlimmes passiert und wir sind gesund und munter. Wir sind alle glücklich, das ist schon mal schön. Und was waren denn so der schönste Moment so in dem Jahr, sag ich mal, jetzt so von dem, was uns jetzt zumindest hier auf YouTube betrifft? Tobi? Mein Win sozusagen, oder? Mein Win, ja. Mein Win war eigentlich der 1. Februar, weil da hatte ich... mein Geburtstag ist das war mein absoluter Win. Und natürlich, dass ich dann die Ehre hatte, hier ins Team All Wrapped einzutreten. Stimmt, ja. Das war Tobi ist erst seit dem Jahr dabei. 3, 2, 1. Abgesperrt! Das war mein Big Win. Ja, das war euer Verlust. Das war für uns alle natürlich ein Big Win. Schön, ja. Hat er direkt nochmal das Format Drive and Talk direkt etabliert. Ja, immer. Stimmt. Tobi will jede Woche Drive and Talk machen. Er setzt sie noch nicht durch. Müsst ihr schauen. Kommt wieder. Kriege ich hin. Jensen. Ja, mein persönlicher Win ist ehrlich gesagt schwierig, weil wir hatten geile Momente, aber ich habe, das haben auch viele gesehen, den A3 getuned bekommen mit fetten Felgen, mit dicker Leistungssteigerung. Stimmt. Das war auf jeden Fall sehr fresh und Auto steht immer noch draußen, fährt noch. Also und eine Felge ist angefahren, ne? Ja, minimal, ganz kleiner Kratzer. War irgendein Kumpel, der ist damit mal gefahren.
Ich stehe hier da wie so ein richtig schlechter Auto. Alle denken, kann ich parken, kann ich fahren. Mein Win. Einmal der Win für mich selbst war natürlich dieses Jahr die Challenge zu gewinnen. Letztes Jahr habe ich ja einen fetten Cake ins Gesicht bekommen. Dieses Jahr haben wir die Challenge gewonnen, Tobi und ich. Ja, nice. Ja, aber noch einmal als komplettes Team ist für mich eigentlich der größte Win gewesen das A1-Projekt. Es hat ultra Spaß gemacht, das Ganze zu filmen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so von der Qualität und von dem Video noch was ganz anderes geworden als alle anderen Videos. Ja. Also das ist, glaube ich, echt so eine Sache, wo wir als Team halt eigentlich richtig stolz drauf sein können. Richtig einen rausgehauen haben. Da haben wir richtig einen rausgehauen haben. So, ne? So, dann bleibe ich übrig. Mein Win ist jetzt gar nicht so richtig video-related, aber es gab ja natürlich auch mal den Punkt dieses Jahr, wo ich gar nicht wusste, wie es bei mir im Motorsport weitergeht, wo wir ein Video gemacht haben, das hieß auch, bleibe ich in der Formel E. Und mein Win war eigentlich dann in New York zu erfahren, dass ich ein weiteres Jahr in der Formel E bleibe, weil das ist irgendwie so, wie wenn euer Chef euch sagt, hey, pass auf, ihr werdet nicht gefeuert, da freut man sich einfach. Ne? So, und für mich war das schon sehr, sehr bedeutsam in diesem Jahr und das war auf jeden Fall mein persönlicher Win. Schön, ne? Ja. Ist es ja auch wieder vorbei, Leute. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die uns auf dem Weg jetzt auch noch dieses Jahr begleitet haben, die man erwähnen müsste. Kann man jetzt nicht alle runterbrechen, aber ich glaube, man kann nur Danke an alle sagen, die uns unterstützen. Danke, dass ihr uns unterstützt habt. 300.000, eine unfassbare Zahl. Ganz, ganz viel Austausch auch, ne? Feedback. Konstruktives, sehr viel positiv, ab und zu mal was einem nicht so gefällt oder was man besser machen kann, das nehmen wir natürlich gerne an und wir versuchen immer uns zu steigern und euch geilen Content zu bieten. Deswegen lasst uns im neuen Jahr genauso weitermachen, noch ein bisschen besser vielleicht. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr krasses Jahr. Also ich glaube, das wird das fetteste Jahr in der Geschichte hier dieses Channels, behaupte ich jetzt einfach mal. Das sagen wir, glaube ich, jedes Jahr. Das sagen wir immer, ja, das ist so wie Apple, ne? Das ist das geilste iPhone. So, ne, das glaube ich wirklich. Also es wird ein sehr, sehr schönes Jahr, von dem her geben wir da wieder Gas. Wie immer, auch jetzt wieder die Chance für euch und wir würden uns das sehr, sehr wünschen, dass ihr uns ein bisschen Feedback schreibt. Was waren eure Highlights? Was hat euch gut gefallen? Was wollt ihr mehr sehen? Was wollt ihr weniger sehen? Was soll man anders machen? Lasst gerne ein bisschen Feedback da. Daran können wir wachsen, daran können wir besser werden. Und vor allem, lasst es euch gut gehen. Ne? Guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß. Danke für alles. Und ja, wir gehen jetzt ein Bierle trinken, oder? Ciao. 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 Nothing can stop me. I'm all the way.